So, Freunde, jetzt. Das, was wir jetzt sehen, das ist die Gugge. Jawohl, und zwar von dir daheim, aus Wendelstein. Aus Wendelstein. Die viel grün-weißen, die Gugge-Musik, die erste fränkische Guggenmusik überhaupt. Die offizielle Zugkapelle unseres Nürnberger Faschingszuges. Und diese Truppe hat also sehr, sehr viel Erfolg. Und die hat 92 der Adolf Stadi gegründet und wird heute angeführt vom ersten Vorstand, von Peter Pilsner und natürlich vom Armin Gruber. Du, der hast Guggebändiger. Guggebändiger? Guggebändiger. Das ist der Chefreher, hat das einmal Dambo-Major oder sowas gehasen. Ja, oder das ist der Guggebändiger. Oder Stab hochschwingen. Der Stabschmeißer, ja. Kann man einfach auf sich wirken lassen, diese Kostüme. Ja. Was die für Arbeit erfordern, machen sie die selber, oder? Ja, das relativ. Da waren also schon ein wenig dazu gekauft und dann halt aufgemotzt, wie das halt so noch so schön hast. Schau hier, da vorne weg. Der Grubers Army vorne weg als Dambo-Major und Schlafwerker und Kugelbändiger. Sie haben schon ein unheimliches Temperament, sollte man gar nicht glauben. Und ich wohne dort in Wendelstein, die habe ich noch nie gesehen, in Wendelstein. Hast gar noch nicht gemerkt, dass bei dir daheim so viel los ist, ne? Ja, unser Wendelgugge ist also schon unser Aushängeschild. Und sie sind auf vielen Zügen unterwegs. Sie sind in der Zwischenzeit bundesweit mit dieser Gugge unterwegs. Und zwar auch bei vielen Festigen, Wertungsspielen und solches Zeugs gibt es ja auch bei solchen Leuten. Und da sind unsere Farben aus Wendelstein immer ganz gut vertreten.